kauft sich ein Haus, aber er hat keine Ahnung davon, weshalb es eine Ruine ist. Hausflipper. Yeah! Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Hausflipper. Schön, dass ihr eingestellt habt. Wir schauen mal ins Postfach. Und zwar der liebe Thomas möchte eine neue Wand. Aber schauen wir mal ganz kurz. Ich muss sich der Wand annehmen. Verbreitung für das neue. Hier. Oder? Ja, machen wir einfach das hin. So. Eine neue Wand. Ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Aber ohne Tür, bitte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dies der Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommen sollte. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. Klingt irgendwie logisch. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann kann ich nämlich vielleicht auch mal mein Zeug hier verkaufen, weil die Möbel, die wir hier stehen haben, die sind so, naja. Die Geldschlüssel ist das absolute Minimum, schreibt die Dame da. Okay. So, schauen wir mal. Ja. Ist ja auch mal schon mal ein schönes Anwesen. Klopf, klopf, Xauk in the house. Schade, dass es keine NPCs gibt, ne? Die noch hier so ein bisschen rumlaufen und rumwerkeln. Vielleicht gerade am Essen sind oder so. Was ist das? Mein neues Zimmer, oder was? Was ist denn das für ein Raum gewesen? So. Ah, okay. Da geht's raus. Was haben wir hier? Ein Keller. Ach geil, es gibt Keller. Cool. Das finde ich geil. Okay, schau mal, was wir hier haben. Terrasse. Was haben wir hier? Badezimmer. Wo ist der Flur? Eigentlich ist das hier wahrscheinlich so der Flur. Okay, ja, damit kann man arbeiten. Die haben es ja eigentlich schon so ein bisschen vorgemacht. Hier stehen ja auch schon so ein paar Sachen. Also wir reißen die Wand ein und dann ziehen wir hier so eine Mauer durch. Eigentlich haben sie es schon ziemlich einfach gemacht für uns. So, da haben wir einen dicken Hammer. So, der kann was rocken. Und da haben wir jetzt einfach hier... Oha, einfach die Wände. Ohne Möbel wegräumen. Ich meine... Warum sollte man sowas machen, ne? Was eigentlich, wenn man oben wegkloppt? Ne, warte mal. Unten wegkloppt und dann... Und dann... Dass man so einen Rand kloppt, ne? Und dann fällt auch so ein riesen Bruchstück wahrscheinlich raus, oder? So. Und da oben. So. Ja, das fällt dann alles runter. So ist das eigentlich super einfach, ne? Weil hier unten immer so hier unten weg macht. So, da können wir ja von der anderen Seite, da kommen wir ein bisschen besser dran. So. Jetzt hier den Rand. Na, sieht das voll stabil aus, ne? Aber jetzt gleich, passt mal auf. Jetzt machen wir oben weg. Bam. Bam. Da fällt alles zusammen. Sehr schön. Da ist die Wand weg. So, kurz hier. Da ist der Keller. Hier wäre eigentlich auch, ne? Da, hier ist ja eigentlich auch so, so ein bisschen komisch. Wenn es zu einfach wäre, Wände einzureißen. Haha! Stell dich das mal vor. So. Weg ist die Wand. Super. So, das wäre ein schönes, neues, großes Zimmer. Ja, hier ist ja auch schon eine Tür, ne? Da brauchen wir nicht mal eine Tür setzen. Voll krass. So, runter damit. So, sieht alles noch schön sauber aus. Okay, wie bauen wir jetzt Wände? Vielleicht hätten wir uns das erstmal anschauen sollen. Ich weiß nicht, vielleicht... Shop. Gips. Ein Eimer voll Gips. Hm.
Elektronen fließen. Anschlüsse. Ich gebe jetzt hier mal einfach Wand ein. Wäre ganz komisch. Gips. Nee. Wand fließen? Scheiße, mir hat keiner gesagt, wie ich Wände ziehe. Was habe ich hier irgendwo ein Tool? Ah, hier, Wände bauen, Stürze bauen. Was ist ein Sturz? Wand bauen, aha. Halten. Okay, linke Maustaste. Ach so. Ey, wenn es so günstig wäre, Wände zu bauen. Boah, das ist so cool gemacht. Wahnsinn. Das Spiel ist wie gemacht für mich. Ich liebe sowas ja, ja. Meine Frau sagt mir ja immer, Xarok, du müsstest Architekt werden, weil ich bin immer so derjenige, der zu Hause eigentlich so alles so ein bisschen plant und macht und managt und so. Also so, wo die Möbel hinkommen, so Dekoration und so. Das mache eigentlich immer alles ich. Und auch so, wenn es darum geht, mal so ein bisschen zu machen und zu tun, etwas zu bauen, Schränke zu kaufen oder was auch immer. Da bin ich immer die Person, die das macht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Und das Lustige ist, manchmal sagt sie dann so, ja, ich fände es so und so besser. Ich glaube nicht, dass das gut wird, wie du das vorhast. So, und dann ist das immer ganz lustig. Weil wenn ich dann das dann doch sage, weil sie inzwischen sagt sie das so, dass sie dann sagt, ja, mach mal. Ich weiß ja, dass es meistens bisher immer gut geworden ist, wenn du das gesagt hast. Wie wird das am besten aussehen würde. Und sie war noch nie enttäuscht von dem, was ich gemacht habe. Und ja, seitdem mache ich immer einfach. Und sie sagt dann immer, oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Also immer ganz, ganz lustig eigentlich. So. Gut. Jetzt müssen wir natürlich hier auch die Wand zumindest so ein bisschen wieder einfärben, ne? Ich glaube, das gehört zwar nicht zu unseren Aufgaben, aber ich habe gelernt, dass es wohl ganz gern gesehen wird. Wie ist denn das jetzt? Kann ich jetzt hier einfach Farbe draufklatschen? Schauen wir mal. Tatsächlich. Man klatscht einfach auf diese Wand Farbe drauf. Ich würde es ja persönlich erstmal verputzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch gar keine Ziegelmauer dahin machen. Ich würde wahrscheinlich irgendwie aus Holz so ein Gerüst bauen und da drauf dann Rehgips und da oder vielleicht dann sogar noch isolieren, je nachdem. Und ja, und dann würde ich es färben. Weil so hätte man jetzt eine sehr komische Wand, um ehrlich zu sein. Wenn man auf solche Ziegel jetzt Farbe drauf schmiert, das würde nicht gut aussehen. Das würde sehr seltsam aussehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ha, okay. Daran haben sie wohl gedacht. So. Natürlich müssen wir das hier ordentlich machen, ne? Gib mir deine Farbe. Ich habe ja vergessen, wir können ja. Schon wieder leer. Immerhin brauchen wir ordentlich Farbe für diese Wand. Funktioniert zwar nicht immer mit dem Ziehen, ne? Aber es geht ein bisschen schneller. Schon wieder leer. So. Andere Seite noch. Wobei das ja eigentlich auch cool aussieht, ne? So ein bisschen oldschool.
Das kann auch in der Küche saugeil aussehen. So Ziegeln. So rote Ziegeln. Jetzt nicht so dreckige Wandziegeln, ja, die man dann eigentlich eher verstecken will. Oder die eher für außen wären. Aber sowas kann immer ganz geil aussehen. So noch so Ziegel, so ein bisschen oldschool. Ich mag dieses... Was ist das hier? Ach, das ist zum Verkaufen. Ah. Ja, sehr lustig. So. Nee, Wände ziehen wir jetzt keine mehr. Jetzt brauchen wir ein Bett. Ein Kinderbett. Doppelte Grill. Bett mit Schreibtisch. Haben die Bettgrille. Ah, okay. Die wollen ein bestimmtes. Stelle ich jetzt mal hier kurz hin. Muss mal ein bisschen umstellen. Nur das, wenn ich suche, hingeht, passt das dahin? Nee, mit der Tür passt das nicht. Dann stellen wir es. So dahin. So. Die ganzen Spielsachen hier. Und setzen wir mal hier jetzt schön drauf. So. Ganzen Würfel, ne? Können wir Türmchen bauen? Das darf dann das Kind machen. So. So. Machen das Bett schön in die Ecke. Oh, das ist ein nettes Zimmer geworden. So ein Stühlchen drehen wir ein bisschen hier so rüber. So. Das habe ich auch immer in Sims geliebt. Das war immer das, was ich in Sims auch geliebt habe. So dieses wunderschöne Dekorieren. So, Laminat. Ist es, was haben wir denn hier für ein Laminat? Oh. Machen wir mal komplett neu. So. Ach. Alter, macht nichts. Oh, das sieht jetzt aber schön aus. Schön freundlich. So, was haben wir hier? Modifiziere die Wände. Aufgabe 1 von 2. Was sollen wir denn hier noch machen? Ah, nee, in anderen Räumen. Montiere Geräte. Welche Geräte sollen wir denn hier noch montieren? Gästezimmer mit Küchennische. Ja, schon klar, aber was soll ich denn hier noch montieren? Kann man eigentlich irgendwo nachgucken, was wir hier noch als Aufgabe haben? Das ist eigentlich ein bisschen bescheuert, dass ich hier jetzt nicht einfach meine E-Mails lesen kann. Ich weiß doch jetzt nicht mehr, was ich hier hinmachen soll. Aufgaben in anderen Räumen. 2 von 3. Montiere die Geräte. Müssen wir einfach mal uns umschauen. Haben wir hier was? Badezimmer, Gästezimmer mit Küchen nicht. Jetzt war noch eine Aufgabe. Gehen wir mal in den Keller. Sollen wir hier noch was machen? Ah, hier, warte mal. Also hier sollen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Aber was?
Das ist ungünstig. Also das ist ein bisschen schade, dass man hier keine Informationen bekommt. Möchtest du den Fortschritt vor der Rückkehr zum Büro speichern? Ja. Wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Das dürfte ja kein Problem sein. Wie, ich muss dann die Wand neu ziehen. Und wir haben ja da unseren Computer. Also das finde ich nicht gut. Das finde ich schade, dass man nach Hause gehen muss. Wahrscheinlich dann hier auch noch auf Archiv gehen, oder? Ne, hier. So. Ich habe Zimmer, Tor, was? Die Beinräume sollen neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Hä? Ja, was sollen wir dann noch machen? Na gut. Fortsetzen. Aber das ist schon mal gut, dass man wieder hingehen kann. Ne, das wäre jetzt voll blöd, wenn wir da jetzt wieder neu anfangen müssten. Montiere die Geräte. Ja, aber was für Geräte? Vielleicht eine Lampe. Steckdose. Vielleicht der Kühlschrank. Ja, das können sie ja wohl selber. Hier sind wir fertig, ne? Auf jeden Fall hier irgendwo was. Aber was? Montiere die Geräte. Ich kann es noch so oft wiederholen. Ich weiß nicht, was... Ah, warte mal, hier. Ah! Warum kann man nicht einfach schreiben, tausche die Taste, die Steckdosen aus? Warum kann man das nicht einfach so machen? Stattdessen soll man da suchen. Also ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen mau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ein bisschen wenig. Also das ist auch nicht schwer zu programmieren. Also ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Aber das soll wahrscheinlich einfach so ein bisschen Rätselraten sein. Also so eine kleine Herausforderung. Finde noch die kleinen versteckten Aufgaben. Weil die Hauptaufgaben haben wir ja erfüllt. Ne? Das wäre ja schon... Obwohl, nee, eigentlich nicht. Weil wir konnten nicht abschließen. Hey, die passt gar nicht mehr dahin, die Pflanze. Komisch. So. So. Okay, und dann wahrscheinlich im Keller auch. Da ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Steckdose, eine alte, gammelige. Ist das die hier? Nee. Ah, hier. Komisch. Aber einfach mal drauf achten. Vielleicht müssen wir jetzt öfter Steckdosen tauschen. Das kann natürlich sein, gell? So, die Reihenfolge ist vielleicht nicht die beste, aber das ist eigentlich wurscht. Das ist auch so eine Sache, ne? Wir mussten keine Sicherung rausmachen. Leute, wenn ihr mal was zu Hause macht, also am besten ist es ja eigentlich einen Elektriker zu holen, wenn man an Steckdosen rumfummelt und so, ne? Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man es oft dann doch nicht tut. Aber wenn, dann bitte, Leute, macht die Sicherung raus. Ohne Scheiß. Das ist nicht lustig. So, abschließen. Boah, das gab aber jetzt schon ganz schön Kohle. Geil! Ja, super cool. Also unbedingt Sicherung rausmalen. Wirklich, Leute, macht das bitte. Mir zuliebe einfach. Auch wenn ihr eine Lampe auswechselt oder so. So eine Birne, ne? Da kann trotzdem irgendwie blöd Strom drauf sein oder sowas. Und zack, kriegt ihr einen fetten Stromschlag und liegt dann vielleicht am Boden. Ja, liebe Leute, cooler Auftrag. Hat ganz schön Geld gebracht. Hat echt Spaß gemacht. Das Wand einreißen und so war nicht schlecht, ne? Ja, ich bin gespannt, was uns in der nächsten Aufgabe erwartet. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ciao, ciao.